Hallöchen Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Für mich geht's hier Schlag auf Schlag weiter, weil ihr seht, na, gleiches Outfit, gleiche Frisur und so. Ich drehe das direkt im Anschluss, wie immer. Ich würde sagen, wir fangen an, damit es nicht zu lang wird. Haushaltsaufgebraucht geht ja immer von der Länge her, ne? Wenn ihr schon das Beauty aufgebraucht gesehen habt, dann ist das bedeutend länger. Aber wir quatschen nicht lange und ich würde sagen, wir legen los. Mit zweimal Waschmittel. Ich weiß nicht, warum zweimal. Ich muss wohl meinen Kindern nochmal beibringen, dass man nur eine Kappe benutzt. Ich habe es zwar schon öfters gesagt, aber ja, ich weiß nicht, wer kennt es noch. Die sind ja schon ein bisschen größer, aber die sind halt sehr verschwenderisch, was das angeht. Und da muss ich nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. Und zwar haben wir diese beiden hier auch gebraucht. Einmal Tandil Premium Duft Pink Fantasy. Ja, das wollten meine Kinder mitnehmen. Es gab drei Duftrichtungen diesmal. Das ist das, was der Aldi Süd immer hat, ne? Wovon ich immer so schwärme. Und ich muss sagen, das fand ich auch okay. War nicht so gut wie das Blaue. Aber ja, man konnte es benutzen. Welches hingegen mich aber absolut überrascht hat, das hier. Und zwar ist das Green Orient. Das roch so ein bisschen nach Aloe Vera, fand ich. So ein ganz kleines bisschen. So frisch. Ja. Und das roch meiner Meinung nach fast noch ein bisschen besser wie das Blaue. Was ich ja sonst immer gerne mag, dieses Aqua. Dementsprechend, wenn das nochmal kommt, dann werde ich mir das auf jeden Fall bunkern. Ja, zusammen mit dem Blauen. Weil, wie gesagt, das Grüne kann man auch kaufen. Ja, wie ich euch schon mal gesagt habe, der Duft hält wirklich die ganze Zeit. Also, wir waschen Bettwäsche und wir packen die in den Schrank und ich überziehe das Bett zwei Wochen später und ich habe noch genau diesen Duft. Ja, und das schafft noch nicht mal mehr Lenore, obwohl die das immer versprechen. Aber das Zeug ist wirklich gut. Also, ich habe mir da auch wirklich, wirklich genug von gebunkert. Ich hoffe, es reicht bis zur nächsten Aktion. Die haben das meistens so zweimal im Jahr, Aldi Süd. Ansonsten muss ich da demnächst noch mal mehr zuschlagen, aber ich denke mal, so 10 Flaschen, die wir gekauft haben, dürften ausreichen. Weiter mit einem Produkt, was ihr auch immer bei mir seht, ne? Das finde ich Spezialsalz, ja, für die Spülmaschine, meiner Meinung nach das Beste. Dann haben wir Tee aufgebraucht, ja, Tee und Kerzen haben wir diesen Monat aufgebraucht. Drei Stück an Tee, und zwar zweimal Messmer. Einmal Gelassenheit und einmal Ausgleich. Ich muss sagen, Gelassenheit gefiel mir ein bisschen besser wie Ausgleich, weil da, ja, da waren, glaube ich, genau, Rosenblüten und sowas waren da drin und hier waren Sonnenblumenblüten drin, ja. Und der war so ein bisschen süßlicher vom Geschmack her, der nicht so. Und ja, dementsprechend würde ich mich eher für den entscheiden, aber der Brüller waren die jetzt beide nicht. Also dafür, dass die so teuer sind, ich glaube 4 Euro kostet so eine Kiste, war ich enttäuscht, um ehrlich zu sein, ja. Da kann man auch den normalen Tee kaufen, wie diesen zum Beispiel hier, ja. I love it, den Hüttenzauber, den habe ich auch gerade hier wieder in meiner Tasse. Da ist er. Ich finde den einfach geil. Der ist mit Glühweingeschmack ohne Alkohol, genau. Und das ist wirklich so ein Punsch, aber da ist kein Alkohol drin und ich liebe den einfach. Der ist schön süß, so ein bisschen Orange, Zimt, aber ganz leicht Zimt, weil ich bin ja nicht so ein Zimtliebhaber. Aber da merkt man das kaum. Und ich mag den echt gerne. Ich muss gucken, dass ich mir davon noch ein paar bunkere. Weil das könnte ich mir vorstellen, eine Limited Edition für den Winter. Ja, gezündelt haben wir auch. Und zwar einmal Apfelzimt-Duftlichte von Profissimo. Die hatten wir noch vom letzten Jahr übrig. Ja, waren in Ordnung. Ich mag sowas ja zur Weihnachtszeit, ne? So Apfelzimt. Und dann 30-mal Sinnlich-Teelichter von Ikea waren die mit Beerenduft. Ja, fand ich auch in Ordnung. Also die Ikea-Kerzen brennen ja nicht so gut ab, aber die Teelichte kann man weiterempfehlen. Die duften auch schön. War jetzt hier mit Erdbeere, Himbeere und Johannisbeere, glaube ich. Dementsprechend war es auch so eine Mischung aus süß und herb und hat uns ganz gut gefallen. Und ja, 4 Stunden Brenndauer. Haben getan, was sie sollten. So. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass wir uns die nochmal nachkaufen. Und eine große Kerze ist draufgegangen, und zwar die Duftkerze Kirschblüten von Casa Deco. Die habe ich mir, glaube ich, auch mal bei Aldi Süd gekauft. Ja, die ist auch relativ gut abgebrannt, ne, für die Verhältnisse. Ich werde das Glas wieder aufbewahren, weil das finde ich ganz schick, ne, sogar mit dem Deckel hier. Der ist auch sehr hochwertig.
Finde ich jetzt auf den ersten Blick. Ich muss mal gucken, ob ich den Deckel auch behalte oder ob ich das einfach nur so nehme. Auf jeden Fall, Glas werde ich behalten. Wie immer bei solchen Kerzen. Und ja, Duft war in Ordnung, ist gut runtergebrannt. Kann man nicht meckern. Also wenn der Aldi die nochmal haben sollte, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir davon nochmal eine zulege. Ja, dann habe ich noch mehr Zeug für die Spülmaschine. Und zwar Domol Geschirrreiniger-Tabs. Das sind ja die, die ich dank Alida neu entdeckt habe. Ich liebe die Teile. Die sind günstig und die machen sauber. Tun, was sie sollen. Dabei werde ich mal bleiben. Ja. So viel ist gewiss. Ja, nochmal ein bisschen Verschwendung. Ne? Ich hatte euch gesagt, eine im Monat und wir haben jetzt zwei. Wie gesagt, ich muss da nochmal ein Machtwort sprechen, glaube ich. Weil, wie ich bei den Haaren auch gemerkt habe, mittlerweile weniger ist oft mehr. Ne? Wir haben hier einmal das Aktivgel in Marina. Das ist blaue und einmal das in Citrus. Ich mag die beide, wie gesagt. Ja, kann ich euch beide empfehlen. Dann habe ich hier einen Bartreiniger, den kann ich euch auch empfehlen. Das ist von W5, das ist aus dem Lidl. Der Bartreiniger, der riecht fast so wie der von Meister Propper. Ist auch, finde ich, genauso gut. Ich werde den auch in Zukunft weiterkaufen. Ich habe auch wieder eine Flasche gekauft. Allerdings finde ich den Sprüher bei Meister Propper besser. Der sprüht breitflächiger, sage ich mal. Dementsprechend werde ich das umfüllen, das kann man ja, in die Flasche, weil die auch dann kleiner ist. Aber das Zeug hier, ja, finde ich gut. Ist günstiger, um einiges günstiger wie Meister Propper und tut das Gleiche. Kann ich euch also empfehlen, falls ihr ein Lidl in der Nähe haben solltet. Ja, dann habe ich hier meinen allseits geliebten Soda-Reiniger. Das haben mir einige geschrieben, dass sie den gar nicht mögen. Ja, kann ich nicht bestätigen, verstehen. Ich mag den wirklich, wirklich gerne. Aber ja, vielleicht setze ich andere Ansprüche oder Prioritäten an Reinigungsmittel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde den geil, richtig geil. Ich benutze den für alles mittlerweile. Also wirklich als Allzweckreiniger, so wie es hier drauf steht. Für die Küche, für den Backofen, für die Mikrowelle, für den Herd. Für meinen Esstisch, für alles wirklich, ja. Und der macht wirklich alles sauber, sogar eingebranntes. Also früher habe ich immer Backofenspray benutzt und das, ich weiß nicht, wer das kennt, das stinkt wie die Hölle. Also da meint man, man stirbt, ja, wenn man daran riecht, weil das wirklich pure Chemie ist. Und das brauche ich seitdem nicht mehr, weil ich gebe den da rein, ich sprühe den in den Backofen, obwohl das angebrannt ist und alles. Und lasse das ein bisschen einwirken, sprühe dann nochmal ein bisschen nach, weil ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr schrubben müsst ihr schon. Aber wenn ihr das gut einwirken lasst und dann nochmal nachsprüht und dann mit einem Schwamm oder mit einem Lappen drüber geht, dann löst sich der Schmutz wirklich von ganz alleine. Ja, habe ich die Erfahrung gemacht. Und dementsprechend ist das bei mir the one and only. Deswegen bin ich wirklich froh, dass es den jetzt mittlerweile in diesen Nachfülltüten gibt, beziehungsweise dass ich es endlich mal gerafft habe, dass es den da gibt und dass ich nicht immer die Flasche da kaufen muss. Und mir das umfüllen kann und ja, genauso wie den Glasreiniger. Ne? Von daher, große, große Liebe bei mir. Ja, dann haben wir hier noch einmal Ceva, 4 Rollen. Ja, da waren wir diesen Monat ein bisschen sparsamer. Nicht so ganz, weil ich halt auch viel wieder in der Küche gewerkelt habe mit meinem DIY-Kram. Und zwar Ceva Wisch und Weg, Riesenrollen, 4 Stück mit Pets 2 Motiven drauf. Ja, sind ganz süß, sehen die aus. Die waren im Angebot. Die waren im Angebot und ja, da habe ich zugeschlagen. Wir haben auch noch ein Paket. Das benutzen wir aktuell. Dann habe ich was für den Hintern. Cottonelle Sensitiv Pflegend Maxi-Pack. Ja, da waren sehr viele drin, glaube ich. 100 Stück oder irgendwie sowas. Ne, 84. Hatte auch so eine Klappe hier. Das habe ich auch, glaube ich, mal bei Aldi gekauft. Fand ich aber nicht so gut wie die von Nivea, um ehrlich zu sein. Die Tücher waren kleiner, die waren dünner und die haben nicht so gut gereinigt, wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend werde ich die nicht mehr nachkaufen, werde bei denen von Nivea bleiben, weil das sind meiner Meinung nach immer noch die besten. Ja, dann haben wir hier noch zwei Duftis und zwar einmal den mit automatisches Duftspray für die Teile, die wir haben, ne? Diese Duftteile. War okay, Orangenzauber und Zitrone, ich mag Orange ja, oder wir mögen alle Orange und ja, die passen auch in diese Airwick-Spender rein, obwohl alle was anderes behaupten, beziehungsweise die Mitarbeiter was anderes behaupten, aber das müssen die wahrscheinlich. Ich habe es getestet, es funktioniert genauso gut und die sind günstiger und dementsprechend, wenn ich bei DM bin, nehme ich mir sowas eigentlich immer mit. Ja, und last but not least habe ich hier noch so ein WC-Teil, ne, so ein um die Gerüche wegzumachen. Quasi von Domol ist das jetzt. Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, hier eins drin von
DM, das war das, was leer ist. Lovely Fruits, ja, das war, glaube ich, Vertrieb in Österreich, DM-Markt, ja, genau. Das ist von Denk mit, heißt die Marke, genau. Das war in Ordnung. Ich mag die frischere Variante lieber, um ehrlich zu sein, aber ja, konnte man auch benutzen. Und das haben wir aktuell im WC drin. Das ist das Domol Mini Spray White Rose. Ja, wirkt neutralisierend. Geht auch, aber wie gesagt, ich bin eher so der frischere Typ, so Meeresfrische und sowas, ne? Damit kriegt man mich eher. Ja, Mädels, und das war's mit dem Aufgebraucht. Die Tüte ist leer. Im Haushalt haben wir aktuell aufgebraucht oder diesen Monat aufgebraucht, das habe ich euch noch vergessen zu sagen, wie immer, 18 Artikel. Ja, ist in Ordnung. Viel Tee, wie gesagt, war jetzt mit dabei, also für uns viel Tee und Kerzen. Letzten Monat hatten wir, glaube ich, gar nicht so viel. Und da wird auch bestimmt noch was kommen, weil, wie gesagt, ich bin fleißig dabei, gerade hier diesen Tee zu trinken. Im Moment gibt es nur noch den. Ich denke mal, das wird auch eine ganze Weile so bleiben. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Tschüss.